Ja, Salam alaikum. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man Hummus selbst macht. Also sogar ohne Tahinepaste. Dafür müsst ihr also Kichererbsen 1 bis 2 Tage einweichen. Das mindestens 24 Stunden müssen drin sein. Dann lasst ihr das alles kalt werden. Dann macht ihr das in den Mixer, wenn ihr einen Mixer habt. Und mit den, also nicht all das ganze Wasser von den Erbsen, sondern nur ein bisschen von den Erbsen. Dann kauft euch einfach Sesam. Wartet mal, ganz kurz. Ihr kauft euch einfach Bio-Sesam. Das gibt es auch bei Rewe, glaube ich. Rossmann muss das auch haben, genau. Und macht davon etwas rein, nicht so viel. Aus was anderes besteht die Tahine auch nicht. Ja, also das macht ihr da rein. Und wenn ihr habt Sesamöl, das habe ich jetzt nicht, aber wir haben gepressten Olivensaft. Also jetzt hier nicht hier aus dem normalen Laden. Nein, nein, nein. Richtig tollen und guten Oliven. Ja. ja, Öl. Richtig teures Olivenöl habe ich da jetzt reingemacht. Da auch nicht so viel. So, das püriert ihr jetzt alles. Dann gebt ihr 1 bis 2 Zitronensaft davon rein. Am besten gebt ihr die. Also kein Zitronensaft von der Norm, nein, von der Zitrone, den Zitronensaft. Ne, und das püriert ihr alles zusammen, bis es richtig zu einer cremigen Masse wird. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich zeige euch nicht, mal gucken, ob ich das euch zeige. Ich muss mal gucken. So, mein Hummus ist jetzt fertig. Und so sieht er aus. Sieht er nicht lecker aus? Ist doch richtig gut. Und das ohne Tahine, sondern nur mit Öl. Wie gesagt, ihr könnt da auch oder macht da Sesamöl rein. Also Sesamöl und ne? Ja. Und der ist richtig. Jetzt lasse ich noch im Kühlschrank etwas stehen. Aber der ist richtig, richtig lecker. Und eben Sesam. Also reinmachen, ne? Wie gesagt. Ja. Das wollte ich euch mal gerne zeigen, wie man eigentlich und viel gesunder Hummus selbst machen kann. Okay. Denn bis zum nächsten Mal. Salam alaikum. Bye bye. Salam alaikum. Wie ich ja versprochen habe, werde ich heute ein Video machen über die Reise hier bei Kaufland. Ich bin hier gerade bei Kaufland und werde mal euch zeigen, wie hoch. Also die gibt es ja bei Kaufland, gibt es ja sehr, sehr gute Angebote. Und das finde ich auch sehr gut. Also das ist immer von Montag bis Donnerstag. Und darüber werde ich mal ein Video machen. Bin jetzt zwar ein bisschen spät, aber das ist kein Problem. So, ich zeige euch auch nachher oder mache das so, dass ich dann nachher auch den. Ich kaufe nicht so viel heute, ich will noch ein bisschen was einkaufen, weil mein Mann ist ja auf Montage und werde dann so einen Kassenbon, also Katzenschutz machen, was ich dann ungefähr angekauft habe. Gut. Weil wie gesagt, ich werde nicht so viel einkaufen, ne? Ein paar Sachen, die ich jetzt so ein bisschen brauche. Ich werde euch aber so ein bisschen mitnehmen und euch mal die Preise so zeigen. Was denn jetzt so gerade so teuer geworden ist hier bei Kaufland. Thank you.
finde so die Apfelsinen und so, die sind, von so runtergesetzt von 2,99 auf 1,99. Ich brauche jetzt aber keine, aber so, dass ihr wisst. Ups. Sophie, die sind ein bisschen teuer, finde ich. Aber das ist auch runtergegangen. Also von 3,79 Euro auf 2,49 Euro. Ist schon über einen Euro günstiger. Das ist aber nur eben von Montag bis Donnerstag. Und da muss man auch gucken, wann man nach Kaufland geht. Hier bei uns in Hessen ist es einfach so, also in Regensburg ist es einfach so, dass man nicht zu spät kommen darf, weil sonst sind die ganzen Sachen schon weg, die man eigentlich günstig kriegt. So, Aubergine 2,79. Das habe ich jedenfalls schon mitgekriegt. Wie gesagt, ich mache so einen kleinen Rundgang. So, ich brauche nicht so viel, das ist schon gut. Sind zwar nicht lose, 1,59 von 1,99 ist schon ein bisschen, ne? Da brauche ich auch nicht so viele. Also ich brauche ja nichts. Und dann geht ja nicht kaufen eigentlich. Ich wollte so heute mal was kaufen, was ich brauche. Kostet 39, 35 Cent, ne? Die eben 69, die dunklen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube ja 69, die dunkle 69 und die andere sind 39, die Körnerbrötchen. Also die Brötchen hier, die Sesam 29, oder 25, nee, ja 29, genau. Dann nehme ich mal ein paar von. Zum Beispiel bei Ketchup, da haben wir auch öfters oder manchmal allein Ketchup. Okay.
schauen wir mal. Aber so wie es aussieht, haben sie diesmal hier gar nichts. Okay, ist sogar fertig. Brauchst du noch was? Wie gesagt, ich brauche nicht so viel. Aber wenigstens etwas. Müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Fischstäbchen. 4,13 Euro Stück, das ist schon heftig. Ich finde, das ist schon richtig krass, so der Preis. Ich hole mir das sowieso nicht, aber wenn man sich das kauft, ist schon ganz schön heftig. Man kann sich das gar nicht mehr so richtig leisten. Man muss wirklich immer auf Angebote gucken, was ich früher nicht so gemacht habe, aber jetzt irgendwie, ich gucke schon immer auf Angebote. Und sowas ist auch schon gesehen habe. Und wie man sieht, ist das schon wieder alles weg. Ha. Aber ich habe noch was erwischt. Ihr müsst wirklich immer früh kommen, wenn ihr was kaufen wollt. Nee, Kräuter, genau. Das nenne ich Kräuteralmette. Ich liebe den Käse, also den Quark vielmehr. Und dann holen wir mal zwei, weil die sind im Angebot. Und für 95 Cent, die sind vor, was kosten die sonst? Irgendwas bei 2 Euro sind die sonst. Und deswegen ist super. Weil ich esse das gerne. So mit Marmelade, ist richtig lecker.
wenn man schon mal einmal hier ist. Wie gesagt, man kriegt das wirklich, es ist echt so heftig. Und das meiste ist wirklich immer teurer geworden. Die Augen. Ich zeige euch noch ein bisschen, weil ich glaube, das war's, weil ich habe jetzt meine Tasche. Und ich suche die Geld dabei.1,79 kann man nicht sagen. Das ist wie Marmelade. Wie gesagt, ich habe mir so einen kleinen Augentopf gemacht. Für Hühnchen ist auch immer lecker. Und für 99 Cent ist auch super. Ups. So. Und dann höre ich auch auf. Kaffee. Wir trinken ja gerne Lavezza. Und der kostet 14,90 Euro. Da muss man wirklich gucken. Also 15 Euro. Früher war der, glaube ich, bei irgendwas mit 13 Euro. Da muss man gucken, ob man Angebote bekommt. Ne, der ist auch schon hochgegangen. Also Kaffeepreise sind auch schon hochgegangen, finde ich.
Aber wir kaufen immer so, dass wir genug haben. Dann braucht man den auch nicht neu kaufen. Genau. Naja. Okay. Das soll es gewesen sein. Bis gleich. Ja, Salam alaikum. So, heute beende ich das Video. Wie ich ja versprochen habe, habe ich Haul gemacht. Also jetzt hier Kaufland Haul. Genau, ich habe euch zwar nicht alles gezeigt, aber so ein bisschen, da ich ja nicht so viel eingekauft habe, mal gucken, vielleicht mache ich mal nächstes Mal nochmal von Kaufland, wenn ihr das sehen möchtet. Dann zeige ich euch ein bisschen mehr, kommt drauf an. Okay, und hiermit schicke ich euch etwas Sonne in, ich weiß ja nicht, ob Sonne scheint, aber jedenfalls ist hier heute richtig schönes Wetter wieder. Und das soll es gewesen sein für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn mein Kanal noch nicht abonniert hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Denn bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wenn ihr und seid gesund. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye. Tschüss.